TH Barbecue mit Herzblut grillen. Jetzt geht's los. Ich mache heute Picanha und Fondant Kartoffeln. Für das Picanha und die Kartoffeln brauche ich erstmal ein schönes Stück Tafelspitz vom Rind. Und weiter geht es dann mit den Kartoffeln an sich. Rosmarinzweigen, etwas Knoblauch, Salz, Hähnchenfond und Olivenöl. Ich beginne, indem ich mir das Fleisch hernehme. Hierbei handelt es sich jetzt eben um ein Stück Tafelspitz vom US-Beef. Bei diesem Stück ist die Fettkappe noch mit drauf und deswegen ist es eigentlich kein richtiger Tafelspitz, sondern eben Picanha, was sich zum Grillen hervorragend eignet. Und US-Beef, ja, dafür habe ich mich entschieden, weil das US-Beef einfach so eine wahnsinnig schöne Marmorierung hat. Schaut euch das mal an, hier im Anschnitt wird es nochmal schön deutlich. Das kann sich wirklich sehen lassen. Für das Picanha auf dem Spieß nachher schneide ich mir so ungefähr 5 bis 6 cm dicke Tranchen von dem Stück Fleisch ab. Und die werden dann nachher mit dem Spieß in eine Reihe gespießt. So, jetzt also zum Spieß. Hier bietet es sich an, erstmal mit dem Messer fortzuarbeiten und so in die Seite, in den Fettdeckel einzustechen. Dann tut man sich mit dem Spieß sehr viel leichter. Ihr seht es jetzt hier gleich, wenn ich versuche, den Spieß wieder rauszustechen, da muss man schon einiges an Kraft aufwenden. Deswegen einfach kurz mit dem Messer einstechen, dann tut man sich da um einiges leichter. Beim zweiten Stück zeige ich es nochmal. Also hier das Fleisch schon mal so ein bisschen halbmondmäßig zusammendrücken, mit dem Messer in die Fettkappe stechen und dann das Fleisch so gehalten, dass es wirklich aussieht wie so ein Halbmond und dann in dieser Form aufspießen. Ja, und das ist nur wirklich ein Kraftakt und da passt bitte auf, wenn ihr es nachmacht, verletzt euch nicht mit dem Spieß, das kann ganz schön schmerzhaft werden. Gut, ich habe es geschafft, ohne Verletzungen, hier liegen meine vier Freunde aufgespießt nebeneinander. Jetzt kommt von rechts gleich noch die Kralle, die das Ganze noch von der anderen Seite fixiert. Auch hier nochmal ordentlich mit Druck arbeiten und dann das Ganze fixieren, damit sich nachher auf dem Grill da nichts mitdreht oder nichts verrutscht. So, jetzt wird gesalzen. Ich habe mich hier für ein Fleur de Sel entschieden, ein grobes Meersalz. Damit würze ich das Picanha jetzt von beiden Seiten. Das sieht im Video immer viel aus, aber zum einen ist es sehr grobes Salz. Und zum anderen ist es ja so, dass wir das Picanha nur von außen würzen können. Und dann darf es schon ein bisschen mehr Salz sein. Vielleicht nicht ganz so viel wie hier gerade. Dann muss man das noch ein bisschen verreiben. Okay, am Grill habe ich mir einen Ring aufgesetzt. Hier kommt jetzt der Spieß drauf. Der Motor wird gestartet. Und links und rechts seht ihr schon die Kohlenkörbe. In der Mitte eine Wanne für die Fetttropfer. Und hier dreht sich das Ganze jetzt schon ungefähr eine halbe Stunde, ja, so ungefähr bei 200 Grad. Weiter geht's mit den Kartoffeln. Ich verpasse ihnen erstmal eine kleine Ölung, dann gibt es auch hier wieder Fleur de Sel und frischen Rosmarin. Und zum Rosmarin gesellen sich dann noch drei ganze Knoblauchzehen. Die werden einfach nur aufgeschlagen und kommen im Ganzen mit dazu. Bei ebenfalls direkter Hitze in dem Fall und 200 Grad werden die jetzt erstmal scharf angebraten. Ich mache dazu auch nochmal extra den Deckel zu, damit da richtig Zirkus ist. So, jetzt noch einmal umrühren und dann kommt der Namensgeber ins Spiel von den Fondant-Kartoffeln. Das ist nämlich ein knapper Liter Hähnchenfond, der jetzt angegossen wird. Und dann bleiben sie bei ungefähr 25 Minuten auf dem Grill. So, wenn die Kartoffeln weich gekocht sind, werden sie über ein Sieb abgeschüttet. Ich habe mir darunter einen Topf gestellt, damit ich den aromatischen Sud nicht verliere. Den reiche ich nachher zu den Kartoffeln als Soßenersatz. Und die Kartoffeln werden dann mit Butter auf dem Grill nochmal angebraten. Inzwischen ist das Fleisch ungefähr bei einer Kerntemperatur von 57 Grad angekommen. Die äußeren Stücke sind immer ein bisschen weiter, die inneren ein bisschen weniger weit. Von daher findet nachher zu Tisch jeder etwas, was ihm da vom Gargrad her behagt. So, vorsichtig den Spieß entfernen. Und wenn das gelungen ist, dann können wir doch mal
anschneiden und schauen, ob wir den Garpunkt gut getroffen haben. So, jawohl, das sieht gut aus. Zartrosa im Kern, so mag ich es gerne. Ja, angerichtet wird das Ganze nachher mit den Kartoffeln auf einer Platte. Und das soll es gewesen sein mit meinem Video zu Picanha und Fondant-Kartoffeln. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen positiven Kommentar. Gebt mir auch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne nachholen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.